Hallo, ich bin Andreas Hepp, Schlagzeuger, Komponist und bin jetzt bei Melli redet mit 90 Sekunden. Für gute Laune brauche ich Tee. Langschläfer Frühaufsteher. oder Frühaufsteher? Döner oder Bioküche? Bioküche. Marimbafon oder Snare? Beides. Lieber Sommer in Griechenland oder Winter in Thüringen? Oh. Sommer in Griechenland. Sinfoniekonzerte oder Soloabende? Beides. Wenn ich eine Comicfigur wäre, dann wäre ich. Oh, jetzt haben wir ganz viel Spider-Man geguckt. Spider-Man. Wo kannst du am besten entspannen? In meinem Raum. Was möchtest du unbedingt noch lernen? Klavier. Mein Lieblingskomponist ist. Schostakowitsch. Wenn ich nicht Schlagzeuger geworden wäre, dann wäre ich. Künstler geworden. So, allround. Also, Welches Instrument würdest du niemals spielen? Weil du es nicht magst. Sag. Banjo. Was fehlt dir momentan am meisten? Konzerte. Wo möchtest du sein, wenn du alt bist? In meinem Raum. Welcher Film hat dich nachhaltig beeinflusst? Film. Gibt's das? Kann ich nicht genau sagen, Okay. so Was schnell. unterscheidet Orchestermusiker von Solisten? Ich mache weiter. Schwierig, schwierig, weiter. Okay. Was war deine Lieblingsbeschäftigung, als du ein Kind warst? Fantasieren. Fertig. Fantasieren stimmt. Ja, das war's. Ja, das war's schon. Schön. Gut, nee, ist Gibt's wunderbar. noch? Was gab's noch? Was war dein persönlich größter Erfolg? Liebe Freunde von Melli redet mit. Solange ich meinen Live-Talk nicht machen kann, werde ich mich auf die Straße begeben hier in Frankfurt und alle tollen Kunst- und Kulturschaffenden der Region mit 90 Sekunden Fragen zuballern. Und wenn ihr das unterstützen wollt, bis wir, also ihr und wir, wieder live zusammenkommen können, und zwar für mindestens 90 Minuten, dann spendet jetzt. Klick. Klick.